So, Freunde, willkommen zurück. Ich habe in der letzten Folge versprochen, dass ich euch das Ganze erkläre, ja? So. Und ich hoffe, dass ich richtig gedacht habe und euch jetzt nicht hier vollkommen Schwachsinn erkläre. Aber der Gedanke ist der, ja? Man könnte ja im Prinzip eigentlich das Holz ganz normal nehmen und das hier so, das mit der Hand los, und das hier so drauflegen, ja? So. Ups. Wenn ich das jetzt aber nur so machen würde, dann erreicht es nicht dieselbe Höhe, wie wenn ich das Ding weiter in die Mitte von dem Holz legen würde und auf der anderen Seite den Amboss. Wenn das okay erklärt ist. Ich meine, so wird es nur genauso hoch, wenn ich jetzt hier das hier, wo ich jetzt gerade drauf stehe, das hier, ja, wenn ich das jetzt nur hier so auf das Teil drauflegen würde. Dann kommt es ja im Prinzip auf dieselbe Höhe wie der Holzklotz. Wenn ich aber jetzt den Holzklotz ein bisschen weiter rauslege und die Planke so fast bei der Mitte da drauf lege, dann kommt es höher als der Holzklotz. Ich kann es mal kurz demonstrieren. Wollen wir sehen, ob mein Gedankengang scheiße ist oder nicht so. So, legen wir es mal dahin zum Beispiel. Muss ich nur herausfinden, wie ich das Brett da am besten drüber balanciere. So. Sowas. So. Ich glaube, das ist sogar noch zu weit unten, das ganze Gebau habe. Alter. Deutsch. So. Machen wir es mal so. Wenn ich jetzt hier. Wenn ich will jetzt das Brett ziehen, ohne den Stamm zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ich hole jetzt mal den Amboss und lege den hinten aufs Brett und dann gucken wir, ob das so bleibt. Aber ihr seht jetzt, dass die Spitze von dem Holzbrett weiter oben ist, als sie wäre, wenn sie einfach nur auf diesem Stamm gelegen hätte. So. Schon. Komm schon, Mann. Jetzt sollte der Amboss als Gegengewicht fungieren. Genau. Komme ich jetzt hier hoch? Nee, das war noch nicht genug. Scheiße. Okay, kann ich jetzt hier das vielleicht. Okay. Dann räumen den Amboss nochmal kurz runter. So, und dann muss das ganze Ding. Ich meine, ich könnte ja versuchen, wenn ich den Amboss jetzt hier so mal vorstelle. Sollte das Brett sich ja eigentlich nicht verschieben lassen. Oh, Alter, ist das Ding. Ach, der hält sein eigenes Bein fest. Junge, nimm beide Hände. Mann, ey. So. So, damit sollte das. Wobei, ich glaube, wenn es in der Mitte ist, hält es besser, ne? Von da. Mal schauen. So. Zurück. So, das in die Richtung. Wenn ich jetzt hier drunter krieche. Versuche das hier hochzurollen. Dann sollte die Seite vom Brett auch nach oben gehen. Ja, das Problem ist nur, wenn ich jetzt den Amboss nicht da drauf stelle. Vielleicht reicht es. Da muss ich jetzt den Amboss da wieder drauf friemeln hier. Komm.
So, bleibst du bitte liegen, Amboss? Danke. Und jetzt? Yeah! Easy peasy. Und so. So. Hier. Ein Loch. Ist ein Brunnen oder was? So. Alter. Kann ich hier eventuell hochklettern? Wenn ich da zwei so Planken draufhaue. So. Nee. Ich kann hier eventuell an das Seil drankommen. Auch nicht. Gibt es auch nicht mehr irgendwas, was ich noch irgendwo holen kann oder so. Könnte man dann hier... Was in der Art? Yeah. Komm schon. Nice. Und endlich kann man einfach ins Loch reinspringen, oder? Ich habe jetzt vollkommen unnötig den Eimer darunter geworfen. Yo. Oh, shit. Oder ich habe den Eimer jetzt gebraucht, um da dann lang zu schwicken da oben. Das kann natürlich auch sein. So eine Höhle. Alter, what the fuck? Hier scheint der Aufgang zu sein. So. Und so. Hier lang. Oha, das ist ganz schön eng hier. Nö, nicht gut. Alter, hat er gerade gedabbt. Kann ich ja nicht dulden hier. So. Okay. Das ist Rätsels Lösung? Okay. Eins so. Irgendwie ruckelt es gerade ab und zu mal so zwischendurch. Ich weiß nicht, ob das im Video ankommt am Ende, das Ruckeln oder nicht. Ich hoffe, es kommt nicht an. Okay. Ach so, das wäre, wenn ich jetzt den Eimer gefangen hätte, wäre das als Abkürzung gut gewesen. Oh, shit. Okay. Warte. Ich habe die geilste Idee, die ich jemals hatte. Wenn ich den Nacken am Katapult breche. Yeah. Hui. Ach so, okay. Na gut. Hä?
Aber doch nicht so gut. Nee, das stimmt nicht irgendwie. Muss ich mich da oben in das kleine Loch reinballern? Mal schauen. Okay, ich muss scheinbar nur den Abstand. Weil, ne, ich kann auch den Winkel ändern. Versuch mal da in das kleine Loch reinzukommen. What she said. Oder ne, das ist, was er gesagt hat, eindeutig. Komm schon. Stimmt das so ungefähr, winkelmäßig? Ne, ne? Nein. Fuck. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen? Ich hab gedacht, der Stein da wäre lose. Oh. Na gut. Und halt wieder vorwärts. Vielleicht muss ich näher dran sein. Ich glaube, ich muss in das kleine Loch da oben rein, oder? Oder vielleicht da rechts? Keine Ahnung. Dann wollen wir mal wieder auffinden. Und upp. Feuer frei. Ah, verdammt. Das war nah. Das war nah dran. Okay. Dann nochmal. Sind wir bei maximaler Reichweite? Ich glaube schon, ne? Verdammt! Vielleicht muss ich echt da oben in das kleine Loch über dem Tor reinkommen, ne? Ist da offen? Offen genug? Könnte natürlich auch sein. Weil das ist tiefer. Ich glaube, bis auf die Höhe komme ich, oder? Komisch. So. Dass ich versuche mal noch näher ranzukommen. Mal schauen. Jetzt komme hier so noch ein Stück. Okay, richten wir es aus auf das Tor und tun es einfach mal. Das muss noch ein Stückchen rüber, glaube ich. So. Und Feuer! Hey. Ja. Ah, nein. Oh doch, es war richtig, okay. Warte. Dafür war der Stein da. Okay. Aua, was?
Okay. Ja, Freunde. Da ist die Zeit auch schon wieder um. Sorry, wie gesagt, die Folgen müssen leider ein bisschen kürzer bleiben, sonst kriege ich es zeitlich nicht mehr gerissen, hier mit genug Sachen aufnehmen für den Urlaub. Aber schon. Oder soll ich mich da auch noch durch das kleine Loch durchschießen? Hoffe nicht. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.